Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde von ganzschlau.com. Heute geht es um das Thema, wie man Plumeria, Rubra, Frangipani, Tempelbaum und wie er sonst noch heißt, vegetativ, also per Steckling, vermehren kann und worauf man da achten muss. Und das erkläre ich euch jetzt. Sein, dass ich das Video jetzt erst mache. Ich hatte das Video schon einmal aufgezeichnet, allerdings war das fehlerhaft und deswegen musste ich es nochmal neu machen. Und warum ihr dabei froh sein könnt, dass ich es nochmal machen muss, ist, weil ich dann schon sozusagen den Steckling vorbereitet habe und ich euch einfach nur noch den Prozess noch einmal erkläre, damit das Ganze noch ein bisschen verständlicher wird. Was braucht ihr natürlich zuallererst, um eine Plumeria vegetativ zu vermehren? Natürlich eine Plumeria. Ich habe hier meine Plumeria, die ich vor vielen, vielen Jahren schon gekauft habe. Ich glaube 2015. Das ist die Sorte J105. Das ist eine ganz tolle Bezeichnung. Aber nichtsdestotrotz, obwohl der Name irgendwie so futuristisch klingt, es ist eine relativ simple Plumeria mit weiß-roten Blüten, wo die Blütenblättern zweigeteilt farbig sind, einmal mehr so in die Mitte weiß und nach außen rot und eine recht große Blüte. Also für eine Plumeria eine sehr hübsche Sorte. Und wie man dabei vorgeht, dass man die vermehren kann, ihr seht, hier ist auch eine andere Sorte. Da ist allerdings der Name schon sehr verblichen. Müsste ich erraten, was das ist. Vielleicht kriege ich es raus. Ich glaube aber, das ist eine weiße Sorte. Auch diese habe ich zurückgeschnitten. Und worauf man darauf achten muss, wo man schneidet, wie man schneidet, das erkläre ich euch natürlich jetzt anhand meiner Plumeria hier, die einen wunderschönen Blütentrieb gerade ausbildet. Das ist diese aprikotfarbene Blüte, die ich euch schon mal gezeigt habe. Die hat, glaube ich, letztes Jahr geblüht oder vor 2 Jahren geblüht. Und da habe ich euch schon ein YouTube-Video gezeigt. Da ging es dann auch um das Thema Spinnmilben. Und da war diese Plumeria der Hauptstar des Films. Und wenn man diese Pflanze anschaut, bei so Plumerien, dann stellt man eines fest. Man kann ganz genau sehen, wo die Plumeria das Jahr abgeschlossen hat und wo sie mit dem neuen Jahr begonnen hat. Und zwar ist das immer da, wo man solche Riffelungen, solche Ringe sieht. Immer da, wo so ein bisschen so leicht silbrig-grau ist. Darunter ist es so leicht bräunlich. Da war die Plumeria zu Ende von dem einen Jahr, dann kommt hier das nächste Jahr, dann kommt hier das nächste Jahr und hier das nächste Jahr. Also ist so ähnlich, sage ich mal, wie die Jahresringe bei einem Baum. Und vom Prinzip, sie ist jetzt innen drin sehr, sehr weich, wenn man sie durchschneidet, hätte sie theoretisch ja auch Jahresringe. Je älter die wird, umso breiter wird ja auch der Stamm und so weiter. Wo schneidet man jetzt also am besten bei einer Plumeria? Genau in dem Bereich, wo sie praktisch das Jahr beendet hat, beziehungsweise relativ direkt darunter. Man sieht, es ist so, man kann es mit einer Art Nodium-Knoten vergleichen. Hier ist ein Knoten, da ist ein Knoten, da ist ein Knoten und da ist ein Knoten. Und man schneidet direkt unterhalb im silbernen oder leicht bräunlichen Bereich, schneidet man die Plumeria durch. Ich stelle die Pflanze jetzt einfach hier noch zur Seite. Und dann die nächste Frage ist, wie lang sollte der Plumeria-Steckling sein? Vom Prinzip, wenn man richtig gut ist, kann der ruhig auch bloß so 10 cm sein. Das heißt, von einem Knoten zum nächsten Knoten, zum nächsten Knoten und zum nächsten Knoten. Oder aber ihr sagt euch, okay, ich will auf Nummer sicher gehen. Ich will da vielleicht noch ein bisschen Reserve haben, falls der Steckling von unten her faulen sollte, dass ich oben noch relativ viel Platz habt zum Abschneiden und einen neuen Versuch starten kann. Also ich empfehle euch so zwischen 20 bis 30 cm, 25 wäre so der Mittelwert, sollte der Steckling schon von der Länge her sein. Ihr seht hier, der Steckling von der Pflanze ist relativ dünn, hat hier oben auch eine Einschnürung, warum auch immer, vielleicht ist da irgendwas mal passiert, Sturmschaden, wie auch immer, vielleicht verwechselt sich das auch. Das kann gut möglich sein, das wird man herausfinden. Ansonsten schneidet man, wenn er angewurzelt ist, hier oben ab und dann treibt er seitlich links, rechts heraus. Abgeschnitten sind diese beiden Pflanzen auch schon und Sinn und Zweck des Ganzen war, wenn ich jetzt den Steckling hier drauf mache, die Pflanze, das war einfach nur ein einziger mittlerer
Trieb und das ist ziemlich langweilig. Hier bei dieser Pflanze werde ich es als nächstes auch machen. Ihr seht, warum das langweilig ist. Ganz einfach, das liegt daran, weil ein mittlerer Trieb, oben ist so eine kleine Blattkrone, ähnlich wie bei einer Palme. Und man kann es auch schon an der Erklärung, wo ich euch gesagt habe, wo die Abschnitte sind, erkennen. Die wird immer weiter so wachsen, bis sie irgendwann mal wirklich so groß ist, dass sie ihren höchsten Punkt erreicht hat und dann von alleine Seitentriebe ausbildet. Aber das dauert mir zu lang, deswegen muss man irgendwann mal einen Schnitt machen und dann wird sie links und rechts seitlich austreiben. Das hatte ich vor, das ist die Erklärung, warum ich den Stecking gemacht habe. Andererseits, ich war auch einfach neugierig und wollte euch ein Video machen. Wie gesagt, 20 bis 30 cm sollte der Stecking sein. Wenn ihr das abschneidet im silbernen Bereich, knapp unterhalb des sehr deutlich erkennbaren Knotens. Ich zeige euch das jetzt mal einfach direkt vor der Kamera. Wenn man jetzt hier sieht, es ist hier so leicht silbrig und hier ist es so bräunlich, dann kommt hier so eine Riffelung und das erkennt man immer an jeder Stufe, ist das so zu erkennen. Und ich habe ganz knapp unterhalb dieser bräunlich-silbrigen Riffelung geschnitten und da ist der optimale Punkt. Wichtig ist, ihr müsst die Blätter oben abschneiden, nicht abbrechen. Wenn ihr sie abschneidet, dann blutet das auch nicht so stark. Mit Bluten meine ich diesen weißen Saft, der da austritt. Und hier unten tritt natürlich auch Saft aus. Es empfiehlt sich, wenn ihr den Steckling dann 5 bis 7 Tage hinlegt, sodass er dann ausbluten kann und austrocknen kann. Weil wichtig ist, die Stelle hier unten, die muss richtig trocken sein, damit dann keine Fäulnis oder keine, also dass das hier unten alles abgeschlossen ist, verkorkt ist, die Pflanze sozusagen ihre Schutzmaßnahmen aktiviert hat, alles schön, die Wunden geheilt hat, damit da eben einfach keine Schädlinge mehr eindringen können. So, jetzt kommt die nächste Frage. Die nächste Frage ist, was für einen Topf nehme ich, wenn ich jetzt zum Beispiel hier so einen 20 bis 30 cm langen Steckling habe und was für einen Substrat? Wer meinen Kanal schon länger verfolgt, der weiß, welches Substrat mag ich. Genau, Kokossubstrat. Das habe ich jetzt hier. Und man kann natürlich auch reine Perlite nehmen. Man könnte auch anderes Substrat nehmen. Ich bevorzuge Kokossubstrat, weil das sehr luftig locker ist und weil da relativ die Wahrscheinlichkeit relativ klein ist, dass da ein hohes Fäulnisrisiko besteht. Bei der Frage des Topfes, da gibt es mehrere Philosophien. Zum einen, es gibt Plumeria-Gärtner, die sagen, die nehmen sich einen Orchideentopf. Wenn ich jetzt hier den Steckling reinmache, dann kann man natürlich aufgrund der durchsichtigen Topfwand sehr schnell feststellen, ob sich schon Wurzeln gebildet haben. Und natürlich, so ein Orchideentopf hat einen weiteren Vorteil. Er hat in aller Regel eine bessere Drainage, sprich das Wasser kann besser und schneller effizienter abfließen als jetzt bei so normalen Standardtöpfen, wie das hier der Fall ist. Wenn der Topf jetzt hier auf dem Boden steht, dann kann sich hier Wasser ansammeln. Das kann hier an sich nicht passieren, weil hier ist ja auch nochmal so ein Boden, der nach oben steht und deswegen wäre das ein Vorteil. Von der Topfgröße, ich würde nicht so einen kleinen Topf nehmen. Das kann man für Jungpflanzen nehmen, die gerade frisch relativ frisch ausgesät worden sind. Und für so einen Steckling würde ich es nicht machen. Hat auch Stabilitätsgründe. Wenn er jetzt hier drin steht und wackelt, dann kippt er definitiv um. Dann habe ich hier noch ein paar größere Töpfchen. Die habe ich noch von meinen Kräutern übrig. Kann man natürlich auch nutzen. Alte Töpfe, Recycling und so weiter. Das sollte man vielleicht vorher ein bisschen ausspülen. Würde nichts schaden. Das wäre schon eher die richtige Größe. Vor allen Dingen auch, dann wäre das Topfvolumen nicht so groß, dass das zu lange nass steht. Und der Steckling dann einfach dahin faulen würde, wenn man nicht aufpasst, wenn man es zu nass stellt. In den Regen stellen würde ich das dann auch nicht, weil je nasser das ist und je länger es regnet, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieses doch recht fleischige Pflanzengewebe, was wir hier haben, sehr schnell faulen könnte. Sehr wichtig ist natürlich bei all diesen Pflanzen, vor allem auch bei sukkulenten Pflanzen, dass die auch sehr recht trocken stehen. Die mögen das auch, die mögen das jetzt nicht, wenn sie so nass sind in den Sommermonaten. Wenn es richtig von dem Himmel runter brennt und extrem heiß ist, dann kann man sehr stark gießen, muss man auch sehr stark gießen, weil sonst fangen sie an zu schlappen oder schmeißen im Notfall, wenn sie jetzt am Blühen sind, auch die Blüten ab. Und das ist ja etwas, was man nicht möchte.
Wie gesagt, als Substrat Kokoserde. Ich kann jetzt hier quetschen, wie ich will. Da würde allerhöchstens vielleicht ein kleiner Tropfen rauskommen, wenn man das richtig anmischt. Dann ist das sehr, sehr locker und fluffig. Lieber zu trocken als zu nass. Das ist schon mal wichtig. Hier sind auch noch ein paar Brocken drin, die noch nicht aufgequollen sind. An sich ist das genau jetzt die richtige Feuchtigkeit von Substrat. Zur Topfgröße, das wäre auch wieder eine Nummer zu groß, meiner Meinung nach. Ich würde hier so einen 10 auf 10er eckigen Topf nehmen, könnte natürlich auch einen runden Topf nehmen. Von der Einpflanztiefe, da komme ich jetzt gleich zu sprechen. Ich fülle jetzt erst einmal etwas Kokossubstrat hier in diesen Topf. Und wirklich, wenn es gerade so ein bisschen so feucht ist, optimal aufgequollen ist und so weiter, dann ist das auch schon richtig. Der Steckling braucht gar nicht so viel Feuchtigkeit, dass er wurzelt. Wenn der Topf jetzt voll ist, entweder mit dem Finger, einem Stift, einem Holz oder einem Pikierholz entsprechend ein Loch machen. Ich würde den Steckling ungefähr mindestens 5 cm hineinstecken, vielleicht auch ein bisschen tiefer. Und dann drückt man das Ganze fest. Es gibt einige, die machen dann eine Folie über den Topf, sodass die Luft gespannt ist. Ich halte davon jetzt nicht allzu viel. Ich würde die Pflanze jetzt nicht vollsonnig stellen, weil dann trocknet es auch zu schnell ab und dann fängt die Pflanze auch an zu kochen. Und wie soll sie das denn verarbeiten, weil sie hat ja keine Blätter, wo sie Verdunstungskälte machen kann und keine Wurzeln, wo sie das Wasser nachziehen kann, also überhaupt verdunsten kann. Ich würde die Pflanze jetzt einfach so halbschattig an einen hellen Platz, hell ist wichtig, stellen. Und dann muss man geduldig sein. Man kann hin und wieder auch mal gucken, ob der Trieb schön fest ist. Wenn er sich weich anfühlt, dann ist Fäulnis vorhanden. Kann natürlich auch darauf hindeuten, dass er einfach zu trocken steht. Gerade sollte er an sich auch im Topf sein. Da muss man vielleicht ein bisschen nachkorrigieren. Und dann lässt man ihn praktisch so lange stehen, bis dann oben aktives Wachstum zu sehen ist, also bis die ersten Blätter kommen. Die Wahrscheinlichkeit ist dann sehr hoch, dass er bewurzelt ist. Wie gesagt, wenn ihr so einen durchsichtigen Topf nutzt, seht ihr natürlich, wenn dann am Rand oder unten die Wurzeln hervorkommen. Ansonsten, wenn oben aktives Wurzelwachstum ist und der Spross sich noch kräftig anfassen lässt dann und nicht weich ist, dann seid ihr auf der sicheren Seite, dass er angewachsen ist. Wenn man das wissen möchte, ob er angewachsen ist oder nicht, dann gibt es natürlich auch den gärtnerischen Handgriff. Da dreht man einfach die Pflanze um und dann guckt man rein. Ja, okay, schaut gut aus, schaut nicht gut aus. Ihr seht, bei der Pflanze habe ich jetzt mit Ceramis in der Erde etwas gearbeitet, damit es noch ein bisschen lockerer ist. Das ist noch normale Blumenerde, hatte ich da genutzt. Ob das jetzt so optimal ist, ich würde auch behaupten, das Wurzelwachstum ist nicht überragend, würde mich dann auch nicht wundern, oder das wundert mich dann auch nicht, wenn der Trieb hier oben etwas am Stagnieren ist. Die werde ich auf jeden Fall dann umpflanzen und würde sagen, wenn ihr Fragen habt zur vegetativen Vermehrung bei Plumeria, ihr Tipps oder Anregungen habt oder ihr die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habt und sagt, hey Bernd, was machst du denn da für einen Blödsinn, das ist doch Quatsch, das geht doch noch viel anders oder viel leichter, dann könnt ihr das natürlich in die Kommentare schreiben, würde mich freuen. Austausch ist mir wichtig. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr eure Plumerien erfolgreich vermehrt. Einen letzten Tipp noch, nutzt auf jeden Fall ein scharfes Schneidwerkzeug, im Idealfall ein scharfes, richtig scharfes Messer, zum einmal sauber durchschneiden oder eine scharfe Schere. Bei einer Schere oder Rebschere besteht natürlich die Quetschgefahr der Pflanze, das heißt, es muss eine richtig schöne, gute, scharfe Schere sein. Aber ich denke, mit einem guten Messer lässt sich das auch super easy machen. Genau, bis zum nächsten Mal und tschüss. Und ich werde jetzt hier diesen Steckling noch einpflanzen. Der ist so klein und fein, der passt auch in einen kleinen Topf hinein, weil der ist dünner als der andere. So, also ein bisschen Substrat rein. Und dann geht es weiter. Und wenn ihr Fragen zu Orchideen und so weiter habt, dann schreibt das mal runter. Würde mich mal interessieren, Tipps und Tricks oder was ihr euch interessiert. Gestern und heute habe ich sehr viele Pflanzen ausgesät oder vorbereitet. Die Samen sind schon teilweise im Topf oder Quelle noch. Und da wird es dann noch weitere Videos geben. So, jetzt ist die eingepflanzt. Ich gehe jetzt. Ciao.